thanking God for a placement. I was never patient, I was always racing. Stellt euch mal vor, ihr müsst ein Video drehen in einem Genre, was ihr wirklich noch nie gedreht habt. Und es muss offensichtlich perfekt sein. Jetzt die Frage an euch. Wie stellt ihr euch das vor? Servus Leute, mein Name ist Melko, ich bin 18 Jahre alt, bin Videograf und Musikproduzent und ich möchte euch heute zeigen, wie ich ein Video gedreht habe von den PSK Lions in Karlsruhe und wie ich dabei vorgegangen bin. Und zwar, ja, der Matthias ist auf mich zugekommen und meinte, yo, Bro, ich will ein Video von dir, ein Video im Live-Basketball und ich dachte mir so, oh, ich habe zwar noch nie so ein Video gedreht, aber ich versuche mein Bestes. Bevor ich ihn jetzt gefragt habe, was er will und was für ein Budget er hat und sonst noch etwas, kann ich euch als Videografen einfach einen Tipp geben, weil das zeigt immer Professionalität. Und es ist auch das, was ihr euren Kunden vermitteln wollt. Ich habe die Checkliste abgearbeitet und zwar, ich habe ihn zuerst gefragt, was für ein Video willst du haben? Willst du ein Insta-Video, willst du ein Promo-Video, willst du ein TV-Video haben? Danach habe ich ihn gefragt, welchen Stil, er meinte cinematisch, wie lange soll es dauern und wo soll es sein und was ist das Budget? Ja, nachdem das alles geklärt war, habe ich dann angefangen, Skript zu schreiben. Ja, dazu muss ich sagen, ich habe ein Skript geschrieben. Ich wollte es aussehen lassen, als wäre es eine Nike-Werbung. Ich habe es ihm auch geschickt. Er meinte, ja, das ist ziemlich gut. Aber du vergisst, es ist Live-Basketball. Und du kannst dich im Live-Sport allgemein scripten, ja, Ronaldo, pass mal oder sonst noch etwas. Deswegen als kleinen Tipp für euch, ihr müsst im Live-Sport immer sehr schnell agieren, weil ihr müsst immer mit der Kamera im Frame sein oder sonst noch etwas. Ihr müsst eines beachten als Videografen, Live-Sport ist so unerwartbar. Nope. Live-Sport ist sehr unberechenbar. Ihr wisst nicht, was als nächstes passiert und es ist sehr wichtig. Deswegen könnt ihr kein Skript dazu schreiben. Aber eine Sache ist dennoch wichtig. Ich habe ein Skript geschrieben und es dem Kunden abgeschickt. Was vermittle ich damit? Und zwar, du vermittelst dem Kunden, dass du ein professioneller Videograf bist. Und das ist immer das, was du erreichen willst. Und das soll immer das oberste Ziel von uns sein. Ja. Nachdem es dann geklärt war, dass ich eigentlich kein Skript brauche, natürlich habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, dass es cinematisch aussieht, zum Beispiel nicht nur auf die Spieler draufgehen, mal vielleicht auf den Ball oder auf die Basketballschuhe, weil als cinematisches Video brauchst du immer ein paar Zwischenframes. Ja, ich habe mich dann informiert, wie ich das drehen soll, aber bin ich sehr fündig geworden, deswegen habe ich ihn einfach gefragt, ja, Matthias, hast du irgendwelche Videografen bei dir, die das schon oft gemacht haben, die ich einfach fragen kann in einem Interview, wie ich etwas drehe? Und er meinte, ja klar, kann man machen, kannst du auch mich interviewen. Und ich sagte, so, perfekt, Mann. Da haben wir einfach ein Interview vereinbart bei denen. Und das haben wir dann gedreht. Und die Kollegen in Karlsruhe sagen uns dann einfach, auf was wir Videografen in einem Live-Basketballspiel achten sollten. Also, schaut rein. Ja, also ich bin Matthias Kann, Kreativdirektor von den PSK Lions. Und ich mache das jetzt schon seit 5 und 7 Jahren. Ja, das Baby Lions aufgepäppelt, Marketing, Videografie, Fotografie und mit meinen Kollegen hier. Ja, also am Anfang steht natürlich das Stichwort Location Scouting, beobachte ich immer wieder, ja, dass die Leute in die Halle stolpern und eigentlich gar nicht wissen, wo dürfen sie hin, wie ist das geregelt, wie ist das Lichtverhältnis beim Warm-up während dem Spiel, wenn die Spiele angesagt werden. Das kann nämlich 3 komplett unterschiedliche Settings sein. Du willst natürlich die Highlights einfangen von dem Heimteam oder von dem Team, wo dich beauftragt. Das bedeutet, du startest immer ab Abpfiff, dass die Gesichter zu dir zeigen, wenn das Team im Angriff ist. Immer wieder kommt vor, dass Leute auf der falschen Seite stehen oder von Höhe der Mittellinie. Wir haben dann die Spieler vom Rücken. Wenn ihr 2, 3 Leute seid und euch das aufteilt, könnt ihr damit natürlich spielen. Aber wenn es eine One-Man-Show ist, immer unter einem Korb, worauf geworfen wird, stehen oder sitzen. Essentiell. Sonst gehen wichtige Shots verloren einfach. So während dem Spiel ganz klar hinter den Begrenzungen hast du nichts auf dem Spielfeld zu tun. Du musst allerdings auch ein Stück weit frech sein. Das heißt, wenn es Auszeiten gibt, du bist unterm Korb, auf dem geworfen wird, es kommt eine Auszeit, eventuell musst du dann zur Spielerbank rennen, nah zur Bank, die Emotionen einfangen vom Coach oder von den Spielern oder aufs Spielfeld, um das Gewinnspiel, um die Cheerleader einzufangen. Also Emotionen sind das Stichwort. Als Videograf muss man noch mehr in die Emotionen gehen. Man kann das einfach ganz einfach unterteilen. Warm-up, Spielpausen und das eigentliche Spiel und das Feiern oder der Frust danach, nach einem gewonnenen Spiel oder einer Niederlage. Also nicht Korb fällt, ich mache hier irgendwie eine Pause oder sonst was, sondern auf den Spieler draufbleiben und alles versuchen, voll im Frame zu erfassen. Ja? Und dann am Ende beim Cut eben mich diese Peaks von Emotionen wirklich rauszuballern.
Da weiß mein Kollege Rob genaueres. Ja, der ist auch schon jahrelang mit dabei und hat unzählige Basketballspiele einfach gefilmt. Und der wird euch jetzt nochmal genau ein paar Worte dazu sagen. Wenn ich nur ein Objektiv mitnehmen dürfte, wäre das natürlich ein Zoom-Objektiv, am besten 70-200. Eignen sie sehr gut, einfach damit du auch Defense-Szenen filmen kannst, wenn du unter Korb bist von der Heimmannschaft, falls da mal irgendwie ein krasser Block oder so zu sehen ist. Fängst du den mit einem 200mm deutlich besser ein als mit einem 16mm Weitwinkel. Ja, auf der anderen Seite habe ich auch häufiger mal mit einem Weitwinkel gefilmt. Eignet sich vor allem, wenn du wirklich unterm Korb bist, einfach um da die ganze Action einzufangen. Wenn man zu zweit oder zu dritt ist, sagt einer ja erst unter Korb mit dem Weitwinkel und die anderen sind so ein bisschen außen rum und spielen mit dem Zoom-Objektiven. Ich filme hauptsächlich Autofokus, aber klar, wenn du manuell filmen willst, ist das deutlich schwieriger. Du musst dich auch auf das Spielgeschehen konzentrieren, weil Basketball ein sehr schneller Sport ist. Da ist mit einem manuellen Fokus doch schon ein bisschen schwieriger als mit einem Autofokus. Ich filme generell immer mit 60 Frames bzw. 120 Frames, je nachdem, was die Kamera hergibt. Einfach um danach im Post die Chance zu haben, das Ganze nochmal schön in Slow-Mo rauszurendern. Gerade ein Dunk oder irgendein Highlight kann in Slow-Mo einfach nochmal viel ästhetischer und viel krasser wirken, als es in Wirklichkeit war. Macht Handheld eigentlich am meisten Sinn, da kommt es aber auch wieder darauf an, wie gut ist deine Kamera in Sachen Stabilisation. Was ich noch sagen würde, was definitiv wichtig ist, gerade am Anfang, dass du nicht das Spiel komplett durchfilmst, sondern jeden Angriff einzeln. Dann hast du viele kleine Clips. Und je nachdem kannst du die auch direkt vor Ort schon löschen. Genau, das ist auch noch ein großer Punkt, das viele vergessen. Man muss einfach wissen, wer sind die Stars im gegnerischen Team und wo sind die Charaktere beim heimischen Team. Es macht natürlich keinen Sinn, beim Warm-up minutenlang jemanden zu filmen, der höchstwahrscheinlich nicht zum Einsatz kommt. Die Secret Sauce ist: orientiert euch an der Creme de la Creme. Und das wäre beim Basketball einfach NBA. Wie sah das Aftermovie von dem letzten Final aus? Wie machen die das? Wann fängt die Bewegung an? Wann hört die Bewegung auf? Also wie setzen die den Cut? Was für Beats benutzen sie? Basketball ist sehr verknüpft mit Hip-Hop, also immer frische, energiereiche Beats benutzen. Ja? Vielleicht auch Crowd-Geräusche mit einblenden und so weiter. Ja? Da lernt ihr beim Machen einfach Schritt für Schritt, werdet ihr das Level da erhöhen. Jetzt wissen wir ziemlich viel. Aber das ganze Wissen verarbeiten wir jetzt und versuchen, das Ganze umzusetzen. Und wie ich das Ganze umgesetzt habe und wie das Endprodukt vom Video ist, das zeige ich euch jetzt. Also seid gespannt. Where's Da Vinci? Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you saw in the day. I was down, now I'm up to the plate. Got a couple hits, cause you know I can't play. We gon' win it no matter what the shirt. Got the stick, we gon' bring it out the shirt. I was down below the commas. I put dollars on my head like I'm a winner. Yeah, I'm proud of what I did, I'm gonna come up. Baby, let me on red, so don't try to run up. Want no smoke, then come in peace. Flow so foreign overseas. Got them praying, they like, please. They want cheddar, not no cheese. Undefined, they don't get it, it's amazing. I was down bad in the basement. I would pray to God for a placement. I was never patient, I was always racing. Got me on the drive, that's a flagrant. Little boy, tell me what you're chasing. We gotta do better, gotta be clever. Gotta love more, that's a statement. Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you saw in the day. I was down, I'm up to the plate. Pick up a hits, cause you know I can't play. We gon' win it no matter what the shirt. Got the stick, we gon' bring it out the shirt. It's Silver Steve, yeah. I was just inside a grave. When I resurrected in like 3 days. Put up on my car, I had a sneeze the ace. My jacket tenant because we the way. Walk around the house, got drip on anyway. They gon' eat it up like it's a dinner date. Seen a Lambo, claimed it on the interstate. Name is nothing when it's Jesus in the stage. On the front of silver, it's a game. I feel my calendar, I'm losing track of all the days. Call me what a boy, now I was giving them a name. I was sitting on the bench, they had to put me in a game. I be from the data, they said ice is in my veins. Got a set of guts, but I'll never be ashamed. Pushing on the breakthrough when I know it's gonna be great. It's still to celebrate you when your family gon' hate. Ist das ein Fokus? Ja. Perfekt. Ja, Fokus ist das richtige Stichwort. Und zwar, es gab ein paar Probleme und Schwierigkeiten beim Videodreh. Lange Rede, kurzer Sinn. Beim Live-Basketball-Sport mit manuellem Fokus zu filmen, bringt nichts. Ich habe kurz versucht, der Rob hat es vorne kurz angesprochen. Es ist echt, echt verdammt schwer, sich aufs Frame zu fokussieren, damit alles perfekt im Bild ist und dabei noch zu fokussieren. Und es entstehen halt immer hektische Bewegungen, unerwartete Bewegungen, für die du nicht vorausschauen kannst, wo auch dann manchmal so Frames entstehen, weil es auch ein anderes Problem war.
dass du einfach die Spieler nicht im Frame hattest. Ja, ein weiterer Punkt war auf jeden Fall, wenn du dir kurz einen Shot angeschaut hast, ob der gut war oder nicht, und dann genau in dem Moment ein richtig cooles Highlight war und du den leider nicht filmen konntest, ist es natürlich blöd, wenn der Kunde am Ende sagt, boah, hast du den Dank gefilmt? Und du sagst, ich habe gerade meine Kamera gecheckt. Dann denkt er sich, du stehst wie einer, Mann. Der macht seinen Job nicht richtig. Und das ist das, was ich gerade dringend abraten kann. Kontrollier deine Shots nicht im Live-Sport, wenn schon, dann überflieg die ganz schnell. Aber nutz die Pausen, um ganz kurz einfach deine Shots zu überfliegen. Oder sei dir halt so sicher, dass du deiner Kamera vertrauen kannst und dass alles halt sehr gut war. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren auf jeden Fall meine Probleme zu dem ganzen Videodreh. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Hat sich alles bestens geklärt. Lange Rede, gar keinen Sinn. Sprengt auf jeden Fall den Like-Button, lasst ein Abo da, kommentiert das Video, teilt es mit den anderen oder zeigt es irgendeinem anderen Videografen, der auf jeden Fall so welche Tipps benötigt. Weil ich hoffe, bei eurem nächsten Live-Basketball-Videodreh könnt ihr genau auf diese Tipps zurückgreifen und sagen, geil, Digga, Melko hat mir das und das gesagt. Und es war ziemlich nützlich, weil diese Tipps und diese Erfahrungen möchte ich gerne mit euch teilen. Und diese Tipps und Erfahrungen haben mir auch sehr geholfen. Deswegen, peace out, Melko.